Wir haben hier eine Menge Materialien versammelt. Was dabei zu bemerken ist, es hat keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, so, ich möchte morgen irgendwas machen mit diesem Material, weil zum Beispiel solche Zahnbürsten, die kann man halt kaufen, das Stück zu 1,50 Euro oder hier halt 5 Stück für 1 Euro. Das macht dann doch gewaltige Unterschiede. Und bei solchen Dioden gibt es dann halt auch Preise von 2 Cent das Stück. Und wenn ich schnell mal welche brauche, dann zahle ich durchaus auch mal 60 Cent das Stück. Also es lohnt sich bei all diesen Dingen, sich Gedanken zu machen, dass man vielleicht zu mehreren oder in größeren, in längeren Zeitetappen denkt, um einfach Preise zu erzielen, dass man nicht bei jedem Stück nachdenken muss, was kostet das jetzt. Wir haben also bei der Vorbereitung uns Beispiele genommen an verschiedenen Ausstellungen und dann durchaus dran gedacht, dass wir einfache Übungen machen, wo es darum geht, einfach Kupferstücke, Kupferdrähte herzunehmen und aus denen dann kleine Objekte zu machen, wobei schon die Herstellung von so einem Ring, wo man dann die Schnittstellen geschlossen zusammenlötet und es insgesamt verlötet, offensichtlich für viele Kinder eine Schwierigkeit ist. Und zwar nicht nur darin, das zu verlöten, sondern einfach mit dem Lötapparat und mit dem Lötzinn umzugehen. Das Problem ist ja dann doch, dass man dann, ja, man schafft es halt am Anfang immer, die Aufmerksamkeit etwas auf anderes zu lenken als auf das Werkzeug und dann hat man plötzlich verbrannte Finger. Das scheint eine Erfahrung zu sein. Wir haben beim Vordenken auch schon immer einen Eimer mit Wasser bereitgestellt und Pflaster. Das scheint einfach durch Belehrungen nicht vorwegzunehmen zu sein. Damit muss man rechnen. Aber es ist für die Schüler offensichtlich auch schon eine interessante Aufgabe, so ganz einfache Sachen zu machen. Also es ist relativ viel, kann man damit mit Löten verbringen, dass man einfach so eine Figur wie Fahrradfahren oder jetzt sowas anbietet. Allein das ist schon eine ganze Menge Lerninhalt. Das ist für jemanden, der das halt macht, selbstverständlich. Aber für Leute, die das, für Kinder, die das lernen sollen, ist es eine ziemliche Anforderung, hier auch so kleine Stücke reinzumachen. Wir haben dann weiter viel gearbeitet mit Leuchtdioden. Bei den Leuchtdioden ist halt interessant, es gibt welche, die sind sehr empfindlich, die brauchen einen Vorwiderstand und sind dann relativ schnell abgeschossen oder haben zu viel Strom gekriegt. Wir haben dann jetzt gute Erfahrungen, dass wir solche nehmen mit 3,5 Volt Betriebsspannung und einer gewissen Elektronik drin, die lassen sich, wenn man sie verpolt, ist es nicht so schlimm, dann leuchten sie halt nicht und auf die Art kann man die Kinder relativ autonom arbeiten lassen. Ich muss nicht immerzu hinterher sein und Angst haben, dass da größere Schäden an Material entstehen. Ich selber habe mir eigentlich für dieses Projekt hier vorgenommen gehabt, dass wir bis so weit kommen, dass die Leuchtdioden dann vielleicht von Musik gesteuert werden, dass man also vielleicht in Kleidungsstücke Dioden einbauen, die dann durch einen kleinen Verstärker angetrieben werden und hat dann auch vorbereitet, das sichtbar zu machen, diese Wechselspannung und das gleichzurichten. Aber ich muss sagen, wir haben hier eigentlich genug zu tun, 3 Dioden hintereinander zu schalten und möglicherweise dann mehrere solche Triple dann parallel zu schalten. Das zu verstehen ist eigentlich das, was man hier einüben kann und was man mit vielen schon gar nicht mehr schaffen. War eigentlich eine Disco-Kugel zu bauen, aber dann haben wir kein rundes Material gefunden. Also habe ich so ein Ding halb gerade auseinandergeschnitten und haben da ein bisschen rumprobiert und dann haben wir 12 Lichteln rein, das zusammengelötet und jetzt haben wir eine nette Lampe. Wir bauen hier Biberiche an unserem Tisch. Das sind so kleine Käfer, die durch die Gegend laufen. Das funktioniert einfach mit einer kleinen Unwucht. Jetzt muss ich mal wieder in Gang. So. Und die heißen eigentlich
Biberbiesties hat ein Holländer namens Insek van der Spek erfunden sozusagen und haben mich fasziniert, weil die extrem einfach aufgebaut sind und mit Abfall und mit einfachen Materialien zu realisieren sind. Man braucht dazu Kabel, das kriegt man vom Elektriker, das fällt bei denen so als Schrott an sozusagen. Dann braucht man einen kleinen Motor, gibt es in großen Packs für 1 Euro ungefähr. Und dann brauchen wir einen Batteriehalter, kostet so ungefähr 20 Cent. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kabelgerassel, sowas hier. Gibt es auch beim Elektriker oder Fernmeldeelektroniker oder so. Und dann brauchen wir noch 2 Batterien, die gibt es im 8er-Pack beim Discounter für 1,59 ungefähr. Und dann brauchen wir Kinder, die das machen, die das zusammenbauen und die da Spaß dran haben, das zum Laufen zu bringen. Und hier ist absichtlich kein Schalter dran oder irgendwie sowas, sondern eben auf einfachste Weise, so hier, wird der Stromkreis unterbrochen und wieder verbunden. Ja, das ist so das Wichtigste und wie die aussehen, da gibt es ganz viele verschiedene Ausführungen. Und unsere Kinder hier haben ganz viele verschiedene gebaut. Das geht so hier. Und das geht so und so. Und eine lustige Variante, die auch noch entstanden ist gestern, ist die hier. Gleicher Aufbau, aber mit 4 Eddings. Und damit kann man dann auch Kunst machen. Das ist jetzt hier gerade nicht so ganz. Da braucht man eine glatte Oberfläche, also am besten ganz glattes Papier. Das ist jetzt ein bisschen rau, deswegen funktioniert das jetzt gerade nicht so doll. So, was ist wichtig hier an so einem Stand? Das ist schon recht personalintensiv, also man muss die Kinder schon ganz gut betreuen. Ich halte es für sehr wichtig, sehr genau hinzugucken, wie weit sind die Kinder oder was können die Kinder vorher, wie kommen die hierher. Gestern war halt ein Junge zum Beispiel da mit dem Auftrag oder mit dem Wunsch, den Motor mit dem Batteriefach zu verbinden. Und dann wird das schon mal so hier gemacht, aber das funktioniert halt dann nicht. Aber das kann er ja nicht wissen. Aber er kann das jetzt halt heute hier lernen, dass es Leiter und Nichtleiter gibt. Und das weiß man halt nicht unbedingt in der 5. Klasse. Wäre schöner, wenn man es wüsste, aber dafür kommt man ja hierher und das ist ja kein Schaden. Und hier kann man es halt lernen und zwar im Tun, im Machen. Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Erstmal machen lassen. Und einfach nur viel zugucken und einfach nur gucken, wie funktioniert das und möglichst wenig als Lehrperson oder als Betreuer möglichst wenig eingreifen, erstmal nur beobachten und ausprobieren lassen und nur dann, wenn es eben gar nicht weitergeht, kleine Impulse setzen, kleine Hilfestellungen geben. Und so ein bisschen schön führen und lenken und leiten. Aber eben selber entdecken lassen, Fehler zulassen ist ganz wichtig. Die Fehler gehören dazu. In der Schule neigen wir eben immer sehr dazu, viel zu früh abzubrechen und zu sagen, hier, nee, so, wir haben immer Zeitstress und so und muss viel schneller gehen. Sowas hier zu bauen, kann für ein sehr fittes Kind, was schnell ist, in einer Viertelstunde passieren. Das kann aber auch gerne mal eine Stunde dauern. Das muss man entsprechend einplanen. Gut ist, wenn man 2 bis 3 Betreuerpersonen hat, die sich auch austauschen können und sich gegenseitig vielleicht auch mal Kinder übergeben können. Und sehr gut ist, wenn man eine gute Mischung hat aus Kindern, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ein bisschen mehr können und solchen, die gerade ganz neu kommen, dann ist
ergibt sich eigentlich automatisch, dass manche Kinder schneller fertig sind und dann anderen helfen können. Und dann, manche wollen einen zweiten Käfer bauen. Und dann kann man die zum Beispiel bitten, direkt schon ein anderes Kind mitzunehmen, einzuweisen, da zu helfen, einzelne Handgriffe vorzumachen. Und dann, wenn Kinder von Kindern lernen, das ist einfach das Allerbeste. Und so funktioniert es am allerbesten eigentlich. Und man schafft das so an so einem Tisch mit zwei Leuten, also mit zwei Betreuern, vielleicht so 8 Kinder zu betreuen. Die lernen dann auch einfach mit der Zeit, dass sie nicht immer sofort drankommen, sondern dass manche Sachen eben einfach dauern und dass sie einfach auch 2 Minuten mal warten müssen. Das ist vollkommen normal und das letzten Endes wieder eine soziale Kompetenz, die da hintenrum vermittelt wird. Und das funktioniert hier super, also ohne dass man was sagt, also das absolut nonverbal, merken die Kinder, okay, ich bin jetzt gerade nicht dran, ich muss jetzt einfach mal warten. Also wir haben halt jetzt die Schwierigkeit, wenn man sich solche Objekte vornimmt zu machen, ja, eben so einen leuchtenden Würfel, dann sind da doch relativ viel Fehler eingebaut. Man kann ja praktisch bei jeder Verlötung einen Fehler machen und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, Fehler reinzubauen. Und dann wird so ein Objekt, glaube ich, wenn ich da 5, 6 Einzelarbeiter habe, schlecht realisierbar sein. Weil wenn ich als Lehrer dann von einem zum anderen gehe und die haben dann immer wieder was umgelötet, dann wird es wahrscheinlich nie fertig. Sowas sollte man ziemlich genau anweisen in der Partnerarbeit, wo dann mindestens 2 Augen schauen, was dann halt wieder das Problem mit sich bringt, dass da irgendwo halt, wenn einer nicht da immer gleich mitmacht, er die Aufmerksamkeit vielleicht verliert. Also da stelle ich halt fest, das lässt sich immer wieder nur mit viel Disziplin erreichen. Was halt nett war, war so kleine Konstruktionen wie unsere Fibro-Insekten. Da kann man dann relativ zuverlässig, indem man einfach an einer 3,5 Volt Batterie nochmal eine so eine LED anschließt, erreichen, dass auch ein Erfolg in einer Stunde machbar ist. Matthias hat es ja vorher schon vorgestellt, diese Fibro-Geschichten haben den Vorteil, man kann in ein paar Minuten irgendwas erreichen, was sich bewegt, und kann dann ergänzend dazu Leuchtdioden machen, irgendwelche Augen. Und wenn man da halt dann, wenn da eine Stunde oder die vorgesehene Zeit zu Ende ist, hat man immer was erreicht. Dagegen bei so komplexen Dingen wie jetzt eben unsere Würfel, da kann es passieren, dass eine gewisse Zeit vorbei ist und man ist einfach praktisch am Anfang. Wir haben jetzt gerade hier auch so was dran gearbeitet, wo wir dann gesagt haben, am besten ist, wir löten alles nochmal auseinander. Es ist wahrscheinlich schneller, als jetzt da zu tüfteln, wo sind überall Fehler. Aber das sind so die Erfahrungen, die wir jetzt hier machen, dass einfach sehr viele Fehlermöglichkeiten da sind. Also angefangen von irgendwelchem Werkzeug, das dann hingefahren wird und dann irgendwas verbrennt. Wir haben jetzt vorher halt auch gerade gerochen, dass was stinkt, und haben halt gesehen, okay, da hat einer den Lötkolben da abgelegt gehabt. Das siehst ja auch nicht immer alles. Also so Sachen können passieren, aber deswegen geht die Welt nicht gleich unter. Man muss halt Acht geben, wenn man so eine Sache beschließt, dass man dann nicht weggeht und das noch irgendwo offen ist. Aber so mit dem Gefühl, dass man jetzt nicht viel kaputt machen kann, ist, glaube ich, schon viel erreicht. Gott sei Dank haben wir jetzt hier im Haus der Jugend unsere eigenen Tische mitgebracht, dann ist das kein Problem gewesen. Aber wenn man natürlich da irgendwo zu Gast ist, dann hat man da als Lehrer wahrscheinlich einen riesigen Stress, dafür zu sorgen, dass da nichts passieren kann. Was, wenn nichts mehr passiert, dann werden halt auch keine Erfolge mehr zu verzeichnen sein.